Liebe Freunde der Architekturschule in der Karlstraße, wir, die Studenten der Fakultät für Architektur, freuen uns, dass Sie alle so zahlreich erschienen seid, um den wichtigen Weg heute mit uns zu gehen. Das führt uns vorbei an dem Architekturmuseum der TU München, der Architekturgalerie und Buchhandlung Werner, dem BDA Bayern, der Architekturfakultät der TU, dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte und dem NS-Dokumentationszentrum. I love Karl! Selina, do you love Karl? I love Karl! Reaktion sehr, sehr gerne. Sie sind ja nicht nur für uns ein Hort der Publikation oder ein Hort der Archivierung, sondern Sie sind ein ganz entscheidender Netzknoten in diesem virtuellen, aber auch analogen Netzwerk, das wir hier brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich spreche heute hier erstmal für den Bund Deutscher Architekten. Mein Name ist Karl-Heinz Beer, aber ich finde das Motto schon mal ganz toll, das hier ausgesucht worden ist. Verehrte Freunde der Architekturschule, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Studierende, dass Sie diese Initiative ergreifen, um für unsere Architekturschule im Herzen der Stadt München zu kämpfen, ist ich würde mal sagen, ein neuer Akt der Öffentlichkeitsarbeit der Architektenschaft. Wir sind... Bravo, ja! Bravo! Wir sind es ja gewöhnt, dass wir
in sogenannten Best-Practice-Verfahren immer die guten Projekte herausstellen und zeigen, was man Gutes machen kann. Aber Architektur findet vor allem schon im vorpolitischen Raum statt. Ob gute Architektur entstehen kann, entscheidet sich schon in einem Raum, der längst davor entschieden wird, bevor überhaupt Wettbewerbe und Planungen auf den Tisch kommen. Insofern kann ich es nur begrüßen, dass wir so frühzeitig mit Ihnen an diesem Thema arbeiten dürfen. Und ich bin, ich darf es an der Stelle sagen, auch gerührt. Denn der Bund Deutscher Architekten hatte vielfach, auch zu meiner Zeit schon, Gelegenheit, an dieser Architekturschule Veranstaltungen durchzuführen. Sei es der BDA-Preis, sei es Ehrungen, ich denke an Sampo Wittmann. Es waren immer herausragende Veranstaltungen, die uns sehr verbunden haben mit diesen Räumlichkeiten. Und diese Schule ist nicht nur ein Ort der Kultur, weil er Kultur vermittelt, weil er in der Mitte der Stadt München angesiedelt ist, sondern es ist auch, und das ist das Besondere aus meiner Sicht an diesem Gebäude, es ist deswegen von besonderer Wichtigkeit für die Stadt, es in seiner Funktion, wie es ist, zu erhalten, weil dieses Gebäude, geplant und gebaut in den 50er Jahren als erster Bauabschnitt, auch ein Zeichen dafür war, Architektur und Demokratie in eine neue Erscheinungsform zu bringen nach den Grauen des Zweiten Weltkrieges, hat dieses Gebäude einen ganz anderen Geist vermittelt. Und das Schöne ist, dass dieser Geist auch heute noch funktioniert. Wir sind hier in einem wunderbaren Kunstareal miteinander, da gehört die Architektur dazu und da gehören die beiden Fakultäten dazu. Das ist eigentlich schon alles, was wir nachdrücklich natürlich Ihnen mitgeben wollen mit unserer vollen Sympathie. Thank you.
Personen, die sich mit Kunst beschäftigen, mit Architektur beschäftigen, mit Film beschäftigen, sei es, dass sie sozusagen selber das Werken wollen, selber das ausüben, dass sie das interpretieren, analysieren, dass das gesammelt wird, kennt keinen anderen Ort in Deutschland, wo so viele Personen auf so engem Ort zusammen sind wie das Münchner Kunstareal. Das scheint mir, dass das eigentlich das eine riesige Zukunftsaufgabe für unsere Stadt ist und dass das einer der großen Gewinne auch von München ist. Und insofern muss die Aufgabe eigentlich bestehen, alle Beteiligten möglichst intensiv hier zusammenzubringen und auf keinen Fall Personen sozusagen von hier wegzutun und auszulagern. Ein etwas größeres Dankeschön mitgebracht, damit Sie mir ja nicht vergessen, dass Sie uns heute die Unterstützung zugesagt haben. Nein, Sie vergessen es sowieso nicht, aber Sie wissen ja, dank des Problems irgendwo hinstellen zu müssen, aber die Räumlichkeiten sind vielleicht groß genug. Vielleicht können Sie es sogar zwischen die Gipsi-Figur in Ihrem Hof stellen, damit es auch alle gut sehen können. Also, herzlichen Dank. Aber die Vielfältigkeit der einzelnen Institutionen und der Fakultäten, die steckt auch in den Gebäuden. Und Herr Nerlinger hat es ja gerade gesagt, ein Denkmal ist nicht immer nur das Gebäude, sondern es ist auch der Inhalt. Denken Sie an zum Beispiel
Amerika-Haus hier am Karolinenplatz, 50er Jahre, da gab es jetzt vor 2 Jahren die Auseinandersetzung, dort andere Institutionen unterzubringen, die absolut nichts mit dem Haus zu tun hatten. Das ist Gott sei Dank gestoppt. Aber München hat immer Probleme gehabt in der Denkmalpflege mit den 50er Jahren, die war immer eher ungeliebt. Witwen- und Waisenkasse, Vasile Lukács, ein wunderschönes Gebäude, ist gnadenlos abgebrochen worden, obwohl wir an der Fachhochschule Sanierungskonzepte entwickelt haben, die das wieder tatlos in Ordnung gebracht hätten. Also es sind viele Kampfplätze eigentlich in München. Und ich appelliere nochmal, das sage ich auch in Richtung der Presse, dass man mit solchen Gebäuden in München anders umgehen muss. Und diese Sensibilität, die fehlt leider auch, denke ich, der Hochschulleitung. Vielen Dank. Jetzt am Ende kehrt das letzte Haus nach Hause. Wir haben das, wie Sie sehen, hier auf diesem Steinblock aufgestellt. Und ich weiß nicht, ob alle Bescheid wissen, was es mit diesem Steinblock auf sich hat. Ich habe einigen Studenten erzählt, das ist der Gründungsstein unserer Schule. Die wurde als Staatsbauschule in den frühen 50er Jahren hier gegründet und nachdem es nicht voranging mit dem Neubau, die Schule wurde ja gebombt im Krieg, haben dann die Studenten das in die Hand genommen, haben diesen Stein hergeschafft und haben den Bischof von München organisiert, damit er den Gründungsstein segnet. Und dann musste die Politik nachziehen. Ich glaube, das ist ein schönes Bild, dass wenn wir so viel Engagement, so viel Begeisterung und Glauben auf eine gute Sache haben, dass wir auch etwas bewegen können. Es wird sicherlich ein langer Weg sein, bevor wir die Hochschulleitungen, das Kultusministerium davon überzeugen, dass es nicht nur eine Lösung gibt, dass es immer Alternativen gibt und dass diese Alternativen vielleicht auch besser sind, wie die, die man im Moment etwas bürokratisch verfolgt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir uns alle auf einen langen Weg einstellen, aber ich bin auch sicher, dass wenn wir mit dieser Begeisterung und mit diesem Engagement diesen Weg gehen, dass wir am Ende auch gewinnen werden. Die Demonstration ist dann hiermit offiziell beendet.